Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute mit einem Video, auf das ich mich sehr freue. Und zwar haben wir heute eine kleine Challenge. Und zwar heute die Blister gegen Elite Trainerbox Challenge. Aber halt, bevor ihr irgendwas sagen wollt oder sagen würdet, habe ich eine kleine Ankündigung. Und zwar habe ich von The Pokémon Company höchstpersönlich nochmal ein Display bekommen. Und ich habe gehört, das kann sahnig werden, meine Damen und Herren. Und daher habe ich mir einen Championship-Gürtel gegönnt. Das ist dieser hier. Der wird erst am Ende des Videos gezeigt. Und meine Frage an euch. Wollt ihr Hunt for the Championship so haben, dass ich mir denke, okay, wir warten, bis wir eine Secret Rare Trainerkarte ziehen. Secret Rare Trainerkarte war ich schon. Eine Secret Rare Tag Team Karte. Und wenn wir diese Karte ziehen sollten, dann dürfen wir diesen Gürtel nehmen und uns wie ein Champion fühlen. Aber bevor das passiert ist, nicht. Wir haben auch schon zwei Secret-Karten gezogen mit Latias und Latios. Aber dazu werde ich dann in dem Video mehr erzählen. Freut euch drauf. Heute, wie gesagt, das Intro vom Intro. Weil ihr müsst euch nicht gleich wundern. Gleich bin ich wieder bei einer gewohnten Umgebung. Was heißt gewohnten? Auf jeden Fall bin ich gleich im Büro wieder. Ja, es ist ein bisschen sehr verwirrend. Und zwar habe ich den Anfang verkackt. Beziehungsweise mein Ton wurde nicht aufgenommen. Deswegen hört sich der Ton normalerweise so an, wenn ich es normal abspielen würde. Jetzt, heute haben wir 9 Packs aus den Blister Packs. Und ich bin gespannt, ob wir mit diesen Packs was Besseres ziehen werden als mit der Elite Trainerbox. Und das ist nicht so gut. Und da habe ich mir gedacht, okay, wir machen eine neue Ankündigung. Und ja, wir haben, wie ihr sehen könnt, wir haben einen kleinen Zero mit 3 Blister Packs, der sich überlegt hat, dass diese Blister Packs wohl besser oder schlechter sein wären als eine Elite Trainerbox. Das fragen wir uns. Und zwar haben wir in jedem Blister-Pack 3 Booster drin. Ich habe davon 3 Stück. Das heißt, wir haben 9 Booster gegen Elite-Trainer-Boxen. Wir schauen mal, was besser oder schlechter ist. Von daher, viel Spaß mit dem Video. Und falls ihr Bock habt, könnt ihr euch gerne den Merch gönnen. Link in der Videobeschreibung. Ich arbeite schon am 2. und das 2. Design ist schon fertig. Das kommt die Tage online. Und am 3. Design, es wird sehr geil. Und ich sag mal so, der Bad Boy, dieser hier, gemischt mit einem Hauch Kunst. Freut euch drauf. Ich weiß nicht, wie viel von der Aufnahme jetzt gerade drauf war. Auf jeden Fall haben wir die Blister gerade zerrippt, haben jetzt die 9 wunderbaren Booster hier von der Tag Team Edition, die mir, wie gesagt, von Get to the Games gesponsert wurde. Vielen Dank für das Sponsoren. Meine tollen Sponsor, ne? Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne abchecken. Danke, 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 danke. Checkt auch den Merch ab. Link in der Videobeschreibung. Trage ich immer und überall natürlich, ne? Im Alltag. Und nein, ich will mich jetzt nicht ausziehen. Ich will einfach nur zeigen, dass ich die Merch immer trage, der ist immer bei mir, ihr wisst Bescheid, ne? Auch wenn ich hier stilvoll unterwegs bin mit meinem Hemd oder sonst was. So muss das sein. Ich hab auf jeden Fall mega Bock, wie gesagt, ne, auf das heutige Video, beziehungsweise auf das heutige Opening. Wir sehen, wir haben alles bereit, wir haben alle Tag Team Karten, die wir bisher gezogen haben dort. Wir haben auch diese beiden wunderbaren Promokarten, wie gesagt, Deoxys mit Kraftsog, super coole Fähigkeit. Da kann man halt von anderen Pokémon halt Energien auf Deoxys ziehen, um dann Psychoschub zu aktivieren. Ist ganz lit. Ist auf jeden Fall sehr stark. Und wir haben noch Ultra Necrozma, 130 KP und Grelle Explosion. Das ist auch ziemlich lit. Bin sehr gespannt, ob man die Karten nicht im TCGO verwenden wird. Denn wir werden natürlich auch hier Tag Team im TCGO zocken, Leute. Freut euch drauf. Wird mega geil. Aber gut, wir haben jetzt hier diese wunderbaren Karten. Und ich hoffe, dass die Aufnahme weiterhin läuft. Das wäre sehr, sehr toll. Und da haben wir diese tollen Artworks, ne? Und wir wollen ja, wie gesagt, diese komplette Sammlung voll machen. Wir wollen alle Tag-Team-Artworks haben. Ziehen, was auch immer. Ich habe da Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ich kriege hier immer das Fenster nicht ganz im Auge. Ich hab das so lieber. Dankeschön. Ja, ich will alle ziehen und hoffe einfach, dass wir was Besseres ziehen sollten als eine Elite-Trainerbox. Da haben wir 8 Booster, hier haben wir 9. Habe ich aber, glaube ich, schon alles erzählt, wenn das drauf sein sollte. Ich hoffe doch, dass es drauf sein wird. Wir gucken einfach mal, was wir hier ziehen werden heute, ne? Unser Ziel ist es auf jeden Fall, über meine Elite-Trainerbox zu kommen. Das war Prismastern, Holo und eine Full Art. Aber ob wir das schaffen werden, weiß keiner. Feenschmuck UB, da haben wir Klavion, Taubsi, Emolga, Capito, Owei Owei, Kabutops, Reverse Rare und Erikas Gastfreundschaft. Das ist eine sehr geile Karte. Erikas, by the way, die teuerste Karte im Set. Eine Full Art Erikas, einfach mal 50 Euro gerade, glaube ich, wenn nicht sogar teurer. Und selbst sie ist schon bei 2-3 Euro. Nehme ich. Ist die Holo-Karte, die wir wollten. Von daher, lit, Leute. Lit, 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 lit. So, nächstes Pack. Hoffentlich die nächste wunderbare Karte. Wir schauen einfach mal. Wir haben eine Wasserenergie. Dann haben wir ein Shillock, ein Pupita,
eine Pokémon-Kommunikation, ebenfalls eine teure Karte in der Secret Rare Form. Das sind die teuersten Karten, Erika und Pokémon-Kommunikation in Gold Rare. Pardas, Watzapf, Edeseba. Dann war ein Lavita Reverse Rare und Wolverog GX, die erste GX-Karte bisher. Holy shit, die Blister sind gut. Holy shit, die Blister sind gut. Da habt ihr den Preis. Sehr schöne Karte. Die erste Ultra Rare heute. Der kleine... Au! Kleiner Wolf. Das ist eine schöne Karte. Gefällt mir. So muss das sein. Habe ich ebenfalls noch nicht gehabt, von daher take ich das. Alter Schwede, Blister Packs OP, Leute. Das waren zwei Stück. Zwei Hits. Also, können die noch besser werden? Eine schöne Tag Team-Karte jetzt noch hinterher. Wäre echt stark. Nocturne. Pflanzendisk. Only You. Dann haben wir Iguana. Obei. Castadur. Wow! Warum passiert mir das zurzeit? Da haben wir Nuit und Kabutops als Rare-Karte. Aus dem ersten Blister zwei Hits von drei Boostern. Das ist schon ziemlich gut, Leute. Das ist schon ziemlich gut. Ich bin gespannt, ob hier, ne, das nächste Blister ebenso punkten kann. Ich meine, in so einem Blister kann auch gar nichts drin sein, ne? Also, da ist ja keine Ratio. Das ist ja einfach nur drei random Booster von der Pokémon Company einfach reingepackt. Und da kann was Gutes drin sein, da kann was Schlechtes drin sein. Da weiß man nicht. Zoroa, dann mit Tentoxa, Reverse Rare und Zebritz. Ne, ist gar keine Reverse Rare, ist eine ganz normale Reverse nur. Eine ganz normale Reverse ist es nur. Ja, das hat ja super geklappt. Geh weg. 1, 2, 3, 4. Komm schon. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Komm. Jetzt was Schönes. Unbekanntes Fossil. Porenta. Tentoxa. Emolga. Multilam. Vulpix. Watzapf. Eliseba. Hornio Reverse. Und Elektroball Holo. Okay. Schon die zweite Holo-Karte, die wir gezogen haben. Im Yoshis Woody World Style. Im Wolle Style. Wolle, Wolle, Wolle. Das ist okay. Also das zweite Blister. Punkt auch mit einer Holo. Ich muss sagen, bisher kann sich da das wunderbare Blister nicht beschweren. Also, das ist alles lit. Sabrinas Vorschlag. Ne, Vorschlag, kauft euch Blister, ist wunderbar. Alelo, Alelo. Alelo, Georock. Menki. Pam Pam. Castadur. Tauboga. Glumanda. Glurak Reverse Rare. Das ist eine starke Karte. Die ist stark. Und dahinter Pantymos GX. LOL. Was ist los mit diesen Packs? Die sind extrem gut. Die sind extrem gut. Ich wusste nicht, welche Karte ich einblenden soll, weil ich glaube, Glurak ist fast genauso viel wert wie Pantymos. Aber Bruder, wir haben ja auch drei Packs. Hä? Geht mal weg mit Elite Trainerboxen, Leute. Das ist der wahre Shit. Und mit dem wahren Shit meine ich, das krasseste überhaupt. Warum sind die so gut? Richterpfeife. Cosmovum. Snobbity Cut. Only You. Watzapf. Eliseba. Paras. Skaluk. Tentoxa. Nidoqueen. Gewinnt ein Unit Pack Battle, weil KP-Anzahl ist sehr, sehr hoch. Aber ja, also ich bin gerade echt. Boah, kippt doch nicht alle gleichzeitig um. Ist hier Domino Day oder was ist hier los? Bedem. Wer hat das von euch damals geguckt? War damals Classic-Sendung auf RTL, lief es, glaube ich. War immer sehr, sehr cool. Schauen wir mal, ob wir nochmal, ne, eine Tag-Team-Karte ziehen können. Das fehlt heute noch. Dann bin ich wirklich mehr als zufrieden. Also jetzt gerade schon, muss ich sagen, jo, das ist ziemlich lit. Warum kippt ihr denn alle oben? Bleibt doch mal. Carpador. Zoroa. Lavita und Magnaien. Okay, okay. Aber ich will nicht meckern, Leute. Ich will nicht meckern. Das ist Meckern auf hohem Niveau gerade, was ich mache. Denn, ja, ne, also. Vier Hits aus bisher acht Packs. Ich glaube, da hat das Ganze hier mehr oder weniger gewonnen, weil das ist ja wohl, das geht ja wohl gar nicht, ne? Das geht ja wohl gar nicht. So, hoffen wir einfach nochmal auf einen Hit. Das wäre super duper. Wir haben Tauros, wir haben Mietzunder, wir haben Kabuto, Carpador, Vivien, Kleinstein, Bronzel, Dratini, Voltula Reverse und dahinter eine Holo-Karte immerhin nochmal. Zoroark Holo mit 110 KP. Sehr schöne Holo-Karte. Glitzert. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Gefällt mir sehr. Also, was los hier? Zwei GXs,
zwei Holos, nee, drei Holos und eine Reverse Rare, eine Reverse Holo-Karte von Glurak. Die erste Glurak-Holo in Deutsch, ne? Also, Leute, da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Ich würde sagen, ja auch nicht. Schaut gerne bei Gator The Games vorbei. Die haben mir die ganze Sache, wie gesagt, gesponsert. Und ich würde sagen, Challenge easy gewonnen, oder? Also, die Trainerbox kann dagegen einpacken. Das war sehr stark. Sehr, sehr stark. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, Leute. Checkt euch auf jeden Fall hier, ne? Checkt den Merch. Link in der Videobeschreibung from Hero to Zero. Da seht ihr es, mehr oder weniger. Gönnt euch gerne. Wir haben auch bald neue Designs. Die werden jetzt die Tage bald eintrudeln. Freut euch drauf. Wird auf jeden Fall super nice werden. Ich bin raus, verabschiede mich. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Die Kamera ist aus. Diese wird ebenfalls noch ausgehen. Und sage Tüdelüb.